Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Von. Warte mal. Stopp, bitte. Von Halo 3 ODST. Gibt's hier was mitzunehmen? Leben auf jeden Fall, das ist schon mal ganz nett. Ich glaube, ansonsten. Nichts von Interesse. Okay, ich wollte nur mal gucken. Und Zebras. Jede Menge Zebras. Also zwei. Gut, das war's, Jungs. Jetzt können wir weiter. Zumindest meldet er sich nicht mehr. Okay, einmal durchatmen. Danke. Hey, hey, ich bin's! Ich werd Beifahrer! Gibt's noch ein Plätzchen für mich? Eliminiert! Ah ja, klasse gelöst! Gut, Fahrer wäre halt cool, ne? Das ist unserer. Ja, das war der Plan. Los geht's! Gut, einer ist verloren. Ich hatte sie ja gerade noch gelobt mit der Fahrerei. Ich hätte ich nicht tun sollen, glaube ich. Hätte ich nicht tun sollen. Moment, einmal kurz Heilung. Aber brauchen wir das eigentlich nicht? Eine Schere, eine Kneifzange. Ne, nichts Interessantes. Dann können wir wieder fahren. Da hinten war der nächste Wraith, wie es aussieht. Dann mal auf und platt machen. Das ist gut. Nicht gut ist, dass der Wraith trifft. Aber wird schon. Okay, dann können wir jetzt weiterfahren. Da muss ich jetzt hier nicht aussteigen. Genau, zieh dich mal zurück. Dankeschön. Können wir vielleicht ein bisschen was kommen lassen von denen. Den Ghost, okay, gut. Das, ja, wird nichts. Fahr weg, wenn das Ding kommt. Und Panda. Die haben hier sehr viele Tierbilder. Fürchte, ich muss wieder fahren, ne? Aber ihr kriegt ja auch nichts geschossen. Ich hätte gerne kompetente Mitspieler.
also kompetente KI. Vorsicht! Ja. Das war jetzt auch nicht so sinnvoll, mein Lieber. Dann fahr nochmal hoch. Zumindest der Ghost ist jetzt weg. Kriegen wir jetzt noch einen Speicherpunkt eigentlich, wenn wir da hochfahren? Ich will mit. Seufz. Komm, dann fahr ich nochmal, mal gucken, ob du das gebacken kriegst. Such mir was zum Abknallen. War das alles? Vielleicht geht das ja. Also, ich glaube, bei den engeren Passagen hier wird es doch sinnvoller sein, wenn ich fahre. Da scheint nicht so euer Mittel zu sein. Ja, guck mal. Super. Wir haben Unterstützung. Genau, mit dem Raketenwerfer ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Was so was Interessantes hier? Ich glaube nicht. Gut, mehr ist nicht als mitzunehmen, glaube ich. Fahren wir weiter. Das sind noch mehr. Dann können wir uns auch unseren eigenen Wraith holen hier. Granate. Hey, mach dir mal Platz, Leute. Aufpassen. So, ja, mit der Kombination geht's doch ganz gut, muss ich sagen. Sehr schön. Au, fuck, das war's mit der, mit dem Raketenwerfer? Das war's mit beiden von meinen Leuten, okay. Ich wollte kein Pilot werden. Bitte sag, dass ich heute nicht mehr fliegen muss. Also, war das ein Ja oder ein Nein? Amen. Gut, wechseln wir nochmal. Hätten wir die Leute doch nicht mehr. Also war ja dann doch ganz gut, dass wir weiterkommen. Okay, knapp einen Kilometer. Wieder zurück, wie es scheint, ne?
Ja, ein ganz schönes Stück zurück. Bringt mir das, wenn ich hier rüber gehe. Ich glaube, ich muss aber auch hier rüber. Der Rest scheint mehr oder weniger zu sein. Ja, Fahrt ist jetzt erstmal nicht mehr. Aber war ganz witzig. Mal wieder. Okay, hier ist es verdächtig ruhig. Keep left. Alles mögliche Zeug kaputt. Hier ist das Telefon, na, guck mal. Nicht anhalten. Hier sind noch mehr Leute. Hör auf damit, Virgil. Was machen Sie denn da? Reden Sie mit dem Zug? Hättest du nicht alle Ampeln auf Rot geschaltet, wäre ich gar nicht hier. Umleitung. Bitte Vorsicht. Was? Antwortet der Zug Ihnen etwa? Was ist hier los? Sir, das tut mir wirklich leid. Ich wollte bloß die Stadt verlassen. Virgil, ich lass mich einziehen. Achtung, spielende Kinder. Ich bin 19. Außerdem nimmt das UNSC jeden, den es kriegen kann. Genau das hätte Dad auch gesagt. Wissen Sie, der Zug hat recht. Es sterben wirklich viele Soldaten. Das ist kein Zug, sondern eine Stadt. Und zwar eine böse. Das hat früher mal funktioniert, Virgil. Mach die Tür auf, sofort! Hier lang, Schatz. Vorsicht! Verlassen. Hope Station. Virgil, fahr zur Hölle. Vergiss es. Die Hölle ist zu uns gekommen. Okay. Hat sich der Umweg ja gelohnt. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir auch Gegner hier. Wir müssen nach dort hinten. Oh. Muss ich alles für den Fahrzeugen holen? Nur Warthog fahren ist langweilig. Ja, aber gut, andererseits, ich habe jetzt mal nachgelesen, dass, noch was Neues? Chatter, ich bin in Alt-Mombasa ausgestiegen und... Parken verboten, ansonsten werden sie abgeschleppt und verwarnt. Ja, ich kann es sehen. Ein riesiges Allianzschiff, direkt über dem Stadtzentrum. Auf dem Bahnsteig ist ein Kiosk, Makupa Station. Wir treffen uns da, okay? Entschuldigung, tut mir leid. Hey, aufpassen! Bitte geben Sie Ihr Ziel an. Virgil, zeig mir Dad, schnell. Leider ist mir dieses Ziel... Shady, wo bist du? Bahnhof, Alt-Mombasa. Dad, hier ist ein Schiff... Pass auf, Süße.
Ich wollte es dir heute früh sagen, aber du warst zu schnell weg. Du kennst mein aktuelles Projekt. Die seismische Überwachung des Bauplatzes in der Stadt. Dad, hier ist Virgil ein Schiff der Allianz. Stadt etwas gefunden. Sowas habe ich noch nie gesehen. Dad! Die Allianz greift an. Verstehst du, was ich sage? Du musst von da verschwinden. Keine Sorge. Ich bin 9 Stockwerke unter der Erde. Und Virgils Datenzentrum ist sehr, sehr sicher. Gut, dann komme ich zu dir. Nein, das tust du nicht. Bleib, wo du bist. Ich habe Virgil... Sorry, Dad. Etwas stimmt nicht. Dies ist eine Videoverbindung, Sadie. Ich sehe, dass du das bist. Stimmt. Na egal. Virgil, lass den Zug rückwärts fahren. Sadie and Dasher, ich lasse nicht zu, dass du dich in Gefahr bringst. Was ist das für ein Geräusch? Oh oh. Entdeckung! Hm, okay. Na gut, aber bisher, glaube ich, sind wir doch noch einigermaßen erfolgreich, was die Sachen hier angeht. Ja, nicht mal schlecht. Also in der Stadt lohnt sich eher, die Nebenschauplätze mal nochmal anzugehen. Da hätten wir Gegner hier rumrennen, wir müssen aber in die andere Richtung. Gut, dann gehen wir mal hier hoch. Ja, also wie gesagt, wir spielen tatsächlich keine Spartaner, sondern Spezialeinheit der Marines. Oder der Menschen halt auf jeden Fall. Hm. Und ist da jetzt auch wieder was? Nee. Ja, genau. Und vielleicht liegt es daran halt auch, dass wir dann nicht so viel Schaden austauschen teilen, wie zum Beispiel der Master Chief. Gut, dann ja, die gehe ich mal zu den Terminals, die ich hier so sehe. Ich hoffe, dass wir dann einiges mitnehmen können. Sehr interessant. Gespannt, wo es da, wo das noch hinführen mag. Ja, bisher sind wir doch ganz gut durchgekommen. Hier wieder die Frage, lohnt sich dieser Umweg? Ich würde es, glaube ich, eher verneinen. Hey. Okay, der hat es, glaube ich, einfach so reingeschmissen hier. Gibt es eine Möglichkeit, den vielleicht zu flankieren? Nö, ja nicht so. Dann halt so. Ja, da hinten ist auch eine Opti-Station. Aha, kommst du mir jetzt so? Ja, ich kann da auch nicht rausschießen. Ich glaube, da hinten war ja aber noch was an Waffen, ne?
genaue Diagnose oder geht zurück. Das sieht erstmal nicht so gut aus. Ist leider kaputt. Oh. Ah, siehste. Alles klar, du hast sonst aber nichts mehr, ne? Okay. Genau. Erinnert euch an Reach. Das haben wir noch vor gar nicht so langer Zeit gespielt, von daher. Okay, die ist schon mal nicht schlecht. Hat allerdings auch nicht so unglaublich viel Munition. In Ordnung, die Folge ist dann aber auch schon wieder vorbei. Von daher, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.